Hallihallo meine lieben Mummis, willkommen zu einer weiteren Runde von Counter-Strike. Ich grüße euch natürlich alle recht herzlich. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ah, grüßt ab meine lieben Mummis. So, was haben wir hier? Piranesi, Fastline und Thorn. Wir müssen jetzt auf jeden Fall 5 Feinde ausschalten und 3 Feinde mit einer Bullock. Die Bullock ist richtig geil. Die macht wirklich Spaß. So, wir gehen mal rüber. Die haben wir noch nicht frei. Die 4 haben wir aber frei. Mit wem könnten wir denn tauschen? Der Cole ist immer cool drauf. Der Cole ist wirklich cool. Ich würde sagen, wir machen den JTAG, oder? Mit seiner Bullock. Komm, wir lassen das erstmal so. Wir testen. Ich hoffe mal, dass das schnell geht. Ihr könnt da jetzt eure Einsätze machen, meine Damen und Herren. Schaffen wir es oder schaffen wir es nicht? Wir lassen uns überraschen. Okay, dann mal los. Ja, Gato geht leider immer noch nicht, aber was will man machen, ne? Gehen Sie voraus. So ist das halt nun mal. So. Egal wie lange TS mal die Mode. Man kennt die Map einfach. Ey, du Sack. Was macht ihr denn da? Wir haben einen Feind ausgeschaltet. Ich habe einen Feind ausgeschaltet. Wir haben einen Feind ausgeschaltet. Ich werde die Bombe bewahren. Ah, ich glaube schon wieder Kacke, mein Mann. Sorry. Ich werde bei der Bombe bleiben. Okay, die Bombe ist dann hier noch bei A. Noch einer. Ein Feind ist noch über. Sieht sehr gut aus. Ich wollte gerade schon sagen. Na, wo liegt denn die Bombe? Schreckt mich doch nicht so, Jungs. Das ist Teamarbeit. Die einen von da, die anderen von da. Aber manchmal, ne? Hölle. Wollen wir mal wissen, wo die Bombe liegt? Unten. Die Ladung kommt gerade rein. Alles klar, meine Mummis. Haben wir geschafft. Gute Arbeit, Jungs. Sehr nice. Gute Arbeit, Jungs. Auf jeden Fall. So, am besten 2 Killen haben wir mit der Bullab hinter uns. Aber die können wir dann gerne behalten, falls wir überleben. Ne? Ansonsten bleiben wir an dem Maschinengewehr. Das reicht auch. Ja, jeder hat immer so seinen eigenen Weg, ne? Immer hier lang. Da, hat die Bombe verloren. Ich werde die Bombe bewachen. Ja, hat er die Bombe verloren. Das wäre für mich ein bisschen hilfreicher. Kann man die eigentlich auf der Karte sehen, die Bombe? Ich hab das nicht so drauf. Ich werde bei der Bombe bleiben. Bleiben noch 3. Okay, meine Lieben. Okay. Ein Feind. Der gehört aber uns. Haben wir beide sogar? Echt? Nice! Ja, behalten wir natürlich, ne? Das war das noch primär, ne? Sehr schön. Okay, dann mal los. Wunderbar. 2 Feinde nochmal in die Mummis, dann haben wir es geschafft. Gehen Sie voraus. Ja, dann lass mich auch vorbei. Ich meine, selbst wenn man das Messer in der Hand nimmt, ist man dann wirklich schneller. Mir kommt das nicht so vor. Gut gemacht. Mach den mal. Ein nochmal die Mummis, dann haben wir das Thema hinter uns. Am besten wir killen den jetzt. Bleib auf 3. Mach den Scheiße. Ich kann den Bombenleger sehen. Ja, das ist schön. Da. Ich glaube, die kommen nach A. Nein, die kommen nicht nach A. Verdammt nochmal, rennen wir nach B. B, ich könnte dir Hilfe gebrauchen. B, wir kommen. Warte, ich komme. Noch einer. Bombe liegt bei B. Verstanden. Was ist denn Feind für uns? Roger, verstanden. Ah, ich hab doch gesagt, lass den Feind für uns. Das war der letzte von ihm. Egal. Meine lieben Homies. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Wir sind gut dabei. Aber ich meine, das ist ja immer nur auf einfach, ne? Gute Arbeit, Jungs. Auf normal wird das schon kritischer. Vor allen Dingen, bei einfach habt ihr eine Geisel retten. Und bei normal habt ihr schon 4. So was Dummes. Ich hätte dann 2 gemacht, schwer 3 und Experte 4. Aber ist doch egal. Wir lassen uns dadurch nicht unterkriegen. Das macht Laune. Aber Elgato muss wieder am Start kommen. Wie gesagt, falls einer das Problem kennt, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Bei Google habe ich jetzt gefunden. Selbst wenn der Elgato eintippt, geht nicht. Da kommt immer nur dieses
HDCP, dass das Bild nicht aufgenommen wird, das ist aber Schwachsinn. Die Aufnahme startet, aber die Zeit läuft nicht von der Aufnahme. Sehr komisch. Jo, lass uns doch mal über hier. Jungs, bleibt mal locker. Krass. Und ich finde, ich finde ab 10-0, wenn man echt 10-0 führt oder so. Da müsste das Thema durch sein. Wisst ihr, was ich meine? Da müsste die Sache safe sein. Ist egal, was da für Aufgaben stehen. Ab 10-0 Führung, Ende. Finde ich auf jeden Fall. Was haben wir jetzt hier? Die müssen 6 Feinde ausschalten und 3 Feinde mit einer Maschinenpistole. Wir lassen unser Team erstmal. Weil so schlecht sind die Jungs nicht. Wir haben 4-0 gewonnen. Deswegen können wir uns gar nicht beklagen. Ne, die Feinabstimmung machen wir später erst. Okay, meine Katze geht's. Macht hier schon wieder Faxen. Aber egal. Die soll auch Spaß haben. Ne? Gehen Sie voraus. Seitenflur. Mal da, mein Ich finde die Knarre einfach nur scheiße. Sprachfehler ist wieder begrüßen, ey. Verdammt. Lutschers, ihr kriegt richtig jetzt. Ich werde die Bombe nicht aus den Augen lassen. Ich werde bei der Bombe. Die Masabihomi-Einheit, die macht das hier. Kampf gegen den Terroristen. Sehr schön. Wir sind immer, meine lieben Homies. Weil wir im Frieden leben. Ich habe ihn verloren. Und jedes Lebewesen respektieren. So muss das sein. Immer viel Liebe. Sinn des Lebens ist zu lieben. Denk dran, wenn ein Mensch lacht, freut sich das Herz. So nur er über, ne? Also wenn er den nicht schafft, aber die sind schon am Start. Sind schon da, meine Lieben. Verdammt. War ich ein bisschen zu schnell mit der Maus. Okay, nice. Leider haben wir keinen gekillt, aber jetzt. Mit Ansage. Wir kommen jetzt von der anderen Seite. Ich hasse die, ne? Mit ihren dummen Geschmeißen, wo keiner ist. Schönes, die Bombe liegt auf dem Boden. Ich werde die Bombe bewachen. Ich werde die Bombe nicht aus den Augen lassen. Schreck mich doch nicht so. Ich werde bei der Bombe bleiben. Ja, geh weg, lass mich da rein, du Penner! Boah, das hasse ich auch, meine Mummis. Warum können wir nicht dann durchzwitschen, so unsichtbar sein? Schlimm sowas. Hölle. Immer noch 2. Mann. Gehen wir jetzt hier wieder lang. Geht in Deckung. Ich sehe nichts. Meine Güte, die Knarre ist so scheiße, ne? Schön wegen Scheiße, meine Mumis, aber die ist so schön. Er hat die Bombe. Warte, ich komme. Ich habe ihn verloren. Da ist der Bombenleger. Bin auf dem Weg. So, da bin ich wieder, meine Momus. Jetzt aber. Okay, drück die Daumen, dass das Thema durch ist. Schön wegen der Störung, aber passiert halt, ne? Gehen Sie voraus. Ich höre Sie. Ich habe Sie gehört. Ich glaube, wir haben gut gekillt, meine Jungs. Ich glaube, wir haben gut gekillt. Da, guckt euch das mal an. Die 4 haben wir weg. Also, wir haben 4 Kills und die 3 Feinde haben wir dann erledigt. Ein mehr mit dabei. 2 müssen wir noch so ausschalten. Alles klar, super, ey, läuft. Ich habe da drüben etwas gehört. Ich
der letzte Feind wurde ausgeschaltet. Komm, er schärft die Bombe. Sauber, Jungs. Sauber. Dann kriegen wir das andere auch noch hin. Okay, los geht's. Alles klar, Herr Leutnant. Los geht's. Seitenflur. Geht in Deckung. Das Schöne ist, jetzt passiert uns noch nichts, wenn die die Bomben schmeißen. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Aber... Der, glaube ich, ist Friendly Fire mit am Start. Also dann... Was ist das denn hier, meine Jungs? Guck mal. Einer ist noch übrig. Was ist das hier? Ey, da habe ich ja noch nie gesehen. Guck mal. Krass. Ja, sowas muss man auch mal haben, so ein Bug, oder? Guckt euch das mal an. Bin ich total überrascht, habe ich noch nie gesehen. Sieht sie jemand? Kackt auf die. Krass. Basis. Niemand zu Hause. Ich höre sie. Haupthalle. Nichts. Ey, wenn jetzt die Runde nicht geht, ne, meinen die Momis? Dann krieg ich die Krise. Aber wenn die Bombe nicht zünden können, haben wir gewonnen, ne? Oh, ja, ich bin unterwegs. Heftig, da stehen die da einfach so. Cool, dass wir da auf Video haben. Finde ich richtig nice. Finde ich richtig nice. So, was haben wir jetzt hier beim letzten Level? Sie müssen 7 Feinde ausschalten. Sie müssen 3 Feinde mit einem Scharfschützen wieder ausschalten. Oh Mann. Oh Mann. Das wird ja was. Dann machen Sie jetzt hier rein, Sitze, meine Damen und Herren. Schaffen wir es oder schaffen wir es nicht? Ich denke doch. Bis jetzt bin ich mal guter Dinge. Es macht auf jeden Fall Spaß. Nochmal trotzdem Entschuldigung wegen der Störung. Ab und zu kommt sowas mal vor. Ist alles hier 100% uncut. Ich könnte ja nochmal neu aufnehmen oder alles zusammenschneiden. Nein. Es ist so, wie es ist. Und ich grüße euch natürlich nochmal alle recht herzlich. Macht einfach nur Spaß. Innenhof. Da ist der Bombenleger. Die Bombe liegt auf dem Boden. Warte, ich komme. Gar nicht. Ich werde die Bombe bewaffnen. Ich werde bei der Bombe bleiben. Noch 2 Gegner. Ja, gut. Erste Runde schon vorbei. Aber einen Kill haben wir schon mit dem Scharfschützen. Sehr nice. Und weiter geht die Post. Sag mal so, jeder, der Counter-Strike gespielt hat oder immer noch zockt, hat seinen eigenen Weg. Ne, jeder hat seinen... Ja, wie soll ich das nennen? Jeder hat seinen eigenen Style. Da ist der Bombenleger. Na, ich hab ja Probleme. Ey! Habt ihr das gesehen? Als ob der das ausgehalten hat. Wir waren da noch näher dran als bei den anderen. Der kleine Pisser. Den verfolgen wir, den Stich. Die Bombe liegt auf dem Boden. Gib den, Jungs, gib den, sauber. Ich liebe Gefahr. So muss das. Was für eine Frechheit. Unter aller Sau. Ja, da steht der vor uns, wir schießen auf den und nichts passiert. Okay, los geht's. Aber der eine dahinter, der kackt ab. Oder er gesagt, der vor uns, okay, weil den Mike S gekriegt hat. Egal. Weiter geht's, Boss. Hab ich nicht verstanden. Und wie schnell der ist, ne? Der hat bei Jugendspielen immer Dinge zu Gold geholt. Geh weg, Mann! Jetzt ein dummes Treffen, lass es sein! Doofen, ey. Ich bin so dumm, ne? Falschen Knopf gedrückt, man, die Momis. Ich wollte nachladen. Egal. Super. Jetzt geht die Post ab. Tama, 3-0 ausschalten. So, dann her mit unserem Maschinengewehrchen. Jetzt geht die Post ab. Keine Filme, jetzt kein einziger. Aber egal. Die AK-47 hätte wirklich eine gute Durchschlagskraft, die haben wir ja leider nicht. Deswegen die Bullab, sag ich mal, die kann eigentlich damit gegenhalten, finde ich. Das ist ganz cool.
Ja, aber lass mir auch mal einen Fight über. Besser gibt's doch nicht. Da ist so ein Pisser da in der Ecke. Bleiben noch drei. Hat die Bombe verloren. Ey, ohne Scheiß, ne? Boah, das hasse ich, mein die Mums. Ich bin so einer, bei dem muss das schnell gehen. Gute Arbeit, Jungs. Immer noch direkt drin, ey. Verdammt. Okay, dann mal los. Geronimo, jetzt kommen wir. So, meine lieben Homies. Jetzt klappt das. Jetzt haben wir einen guten Lauf. Boah, Kumpel. Ist der bescheuert? Der schreckt mich hier voll. Ich komme. Zwei haben wir, glaube ich, oder? Sie haben die Bombe verloren. Ich werde bei der Bombe bleiben. Ja, bleib bei der Bombe, ich komm. Da habe ich nicht gesagt, meine Mumis, jetzt haben wir Lauf. Glückwunsch, Commander. Oder eher gesagt, Glückwunsch, Master Bihomi Army. Ihr habt die Bedrohung durch die Terroristen beseitigt und die Welt zu einem sicheren Ort gemacht. Oder eher gesagt, wir haben die Bedrohung. Für ihre tapferen Dienste wurde ihnen eine Medaille verliehen. Danke, danke, Medaille für vorbildliches Verhalten. Natürlich, weil wir einfach nur geil sind. Sehr nice, meine Mumis. Oh, guck mal hier, so ein Abspann hier. läuft. So muss das sein. Finde ich geil. Aber brauchen wir nicht. Meine lieben Homies, einfach nur wunderbar. Als nächstes gehen wir natürlich in Normal rein. Da haben wir den ganzen Level vor uns. Jetzt sind immer genau 1, 2, 3, 4. Was? 6 Parts. Sehr schön. Bombe. Wir haben es geschafft. Wir sind auf einfach durch. Wäre traurig, wenn wir nicht geschafft hätten. Als nächstes sehen wir uns bei Normal wieder. Ich wünsche euch natürlich noch, wie immer, einen wunderschönen Tag. Und dann sage ich, meine lieben Homies, bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen, meine lieben Homies.